JFT, just fair and direct. So, sonnige Frühlingsgrüße, hätte ich fast gesagt, Sommergrüße an der Stelle durch den Äther. Ich begrüße euch zum heutigen Webinar-Event Live-Charting, technische Cluster-Analyse mit unserem lieben Chris Stern hier an der Stelle. Andreas lässt auch gerade durch den Äther fließen, dass er den nahtlosen Übergang vom Trading Room hierher eingeleitet hat. Ich will hoffen, du hast doch noch ein paar Teilnehmer rübergezogen. Im Rahmen dessen, dass es hier natürlich direkt mit Live-Charting, Live-Trading weitergeht, würde ich mich freuen. Danke an der Stelle, Andreas. Morgen übrigens an der Stelle ist Chris im Trading Room, also meine Wenigkeit, werde ich hier die gute Stunde euch mit dem Rainbow Trading segnen. Seid da schon mal gespannt. Aber heute geht es eben um die Cluster-Analyse mit unserem lieben Chris Stern. Darum geht es. Deswegen seid ihr hier. 11 Uhr geht's los und ich freue mich, dass der Chris dabei ist. Ich werde ihn auch gleich mit dem Mic dazu schalten. Hier an der Stelle aber wie immer der Hinweis, liebe Leute, Handeln ist nicht ganz ohne Risiko. Jeder muss eigenverantwortlich vorgehen. Wenn wir hier Handelsempfehlungen geben oder auch einen Trade abfeuern, dann ist das niemals eine Handelsempfehlung, sondern unsere subjektive Meinung. Jeder handelt auf eigenes Risiko und ihr müsst verstehen, dass der Margenhandel gerade mit Hebelwirkung nicht ungefährlich ist und deswegen jeder sein Risiko im Griff haben muss an der Stelle. Und insofern das als einleitende Worte. Ich weiß, dass wir beim Chris noch einige offene Positionen wohl laufen haben, weiß auch um die Tatsache, dass möglicherweise der Goldpreis interessant sein könnte für dich. Jetzt suche ich dich mal raus, Chris. Schau mal, ob dein Mic schon mal anzustellen ist, sodass ich dich hören kann. Grüße an den Chiemsee hier aus Hamburg aktuell. Ja, einen wunderschönen guten Morgen vom Chiemsee in die Runde. Hi, Chris. Ich hoffe, dein Wetter ist entsprechend unserem, weil wir haben hier volle Dröhnung Sonne. Ich war schon kurz schwimmen heute Morgen. Schwimmen warst du. Und ja, bin bereit fürs Webinar. Super, na, so kann der Tag starten. Schön am Chiemsee die Runde eingeleitet. Freut mich hier immer auch. Brüllend heiße Temperaturen, aber so soll es ja sein im Sommer. Wir haben ja lang genug drauf gewartet. Aber lasst uns natürlich hier nicht um das Wetter philosophieren, sondern vielmehr um die Märkte. JFT bietet euch hier den Marktzugang und jetzt wollen wir euch den Zugang zu Chris seinem Monitor bieten. Ich will an der Stelle gleich anschließen, liebe Leute, dass ich das Webinar selbst gleich an Chris selber übergeben werde. Er sozusagen hier auch die ganzen Org-Rechte erhält, um euch dann an der Stelle weiter abzuholen. Wenn ihr Fragen habt, dann auch da in den Chat schreiben. Ich müsste terminlich mich dann sozusagen rausschleichen. Wünsche euch aber viel Spaß. Schau mir das Webinar gerne im Nachgang an. Und eine Frage hätte ich noch generell in die Runde und auch an dich, Chris. Was hältst du davon, wenn wir uns einen eigenen Channel auf YouTube anlegen, wo wir das sozusagen in diesem monatlichen Zyklus immer wieder ablegen, auch das Webinar? Ja, sehr gerne. Also ich bin ja eh quasi Fan davon, dass wir immer mal wieder so das rekapitulieren, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Mhm. Einfach zum einen, um aus Fehlern zu lernen. Wir hatten das ja in der vorletzten Session auch gemacht, indem wir einfach mal einen Trade verpasst hatten, beziehungsweise ich jetzt persönlich einen sehr guten Einstieg verpasst hatte. Und ja, man kann natürlich immer die guten Trades so ein bisschen in den Vordergrund spielen und sagen, ja, habe ich doch gesagt, war doch klar. Aber eben, dass man auch versucht, halt aus den Fehlern oder verpassten Möglichkeiten zu lernen. Und von daher ist natürlich so ein wichtiger Fortschritt, auch immer mal wieder auf das zu gucken, was vor ein paar Wochen passiert ist, wie meine Einschätzung war. De facto seht ihr natürlich an eurem Kontostand im Laufe des Trading-Jahres, ob das funktioniert, was er tut, oder ob das nicht funktioniert. Aber manchmal lohnt eben auch die Betrachtung der Details. Warum habe ich den Trade verpasst? Was muss ich besser machen? Weil wenn ich einen geilen Trade verpasse, sehe ich das ja nicht unbedingt am Kontostand. Der hat sich dann natürlich nicht entsprechend vorwärts bewegt, aber den verliere ich dann, diesen Point of Interest in meinem eigenen Kopf. Von daher, klar, wir sollten das aufzeichnen, das Ganze, sollten das irgendwo ablegen und dann natürlich hier auch weiterhin diskutieren, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und das ist natürlich bei mir in meinem persönlichen Trading auch immer noch so, dass man über die Jahre, sind jetzt 20 Jahre am Stück Trading, immer noch sagt, okay, eine Kleinigkeit könnte ich vielleicht besser machen und ich bin eben nicht der super Börsenguru, der hier immer den Plan hat, wo es hingeht. Wir wissen oftmals, wo die Märkte hingehen. Wir wissen oftmals die Richtung, die die Märkte uns anzeigen. Und dann aber das Ganze auch zu nutzen und in einen echten Trade zu überführen, das wird immer auch schwierig bleiben, egal wie lange man tradet, egal wie viel man Erfahrung hat, weil sich doch die Welt immer so ein bisschen
ja auch verändert. Wir haben das in den letzten Wochen gesehen und wir haben gestern die erste Seminarveranstaltung hier wieder bei uns im Haus gehabt. Ist zwar nervig mit den Masken, aber es geht wieder. Und viele Trader, die jetzt gerade am Markt sind, die haben jetzt gerade, wenn man ehrlich ist, auch viele Probleme. Also wir haben es im Goldpreis gesehen. Da haben sich viele Leute eingekauft zu günstigen Kursen. Tatsächlich auch Anleger, die also Geld einfach nur anlegen wollen, die aus diesem Nullzins raus wollen und sagen, ich brauche Rendite. Die haben auf die Mütze gekriegt. Wir haben natürlich diese ganzen Krypto-Glücksritter, die jetzt auf Deutsch gesagt ganz schön auf den Sack gekriegt haben. Wir haben die ganzen DAX-Shorties, denen es in den Fingern juckt, die sagen, sell in Maine, go away, ist nicht passiert. Ich muss shorten, ich muss shorten. Und das Ding zieht sich aber da oben irgendwie ja so dahin. Also Trader haben es im Moment gerade recht schwer. Und wenn man ehrlich ist, ist es dann bei den Profis meistens nicht unbedingt besser. Und daraus müssen wir lernen. Und auch aus dem jetzigen Marktumfeld, das zugegeben schwierig ist, kann man auch tatsächlich gute Trades finden, gerade im Bereich Forex, weil einfach diese Vielzahl an Basiswerten uns natürlich immer wieder Auswege bietet. Das heißt, wir müssen nicht nur DAX Long Short gehen. Wir werden heute zum Beispiel nicht über den Euro-US-Dollar sprechen, weil er meiner Meinung nach recht uninteressant ist im Moment. Wir werden aber heute sprechen über den Goldpreis, Chris hat es angesprochen, British Pfund, US-Dollar, den Austral-Dollar, Euro-Schweizer Franken. Ich habe also eine ganze Bazooka an interessanten Basiswerten im Moment auf dem Display. Deswegen werde ich dann auch recht zügig mit euch die Basiswerte abarbeiten und möchte den Ball noch einmal ganz kurz, bevor der Chris abhaut, zurückspielen. Goldpreis hast du angesprochen. Chris, was war da los? Warum ist Gold da oben jetzt bei der 1900er Marke so richtig in sich zusammengesackt? Was war da los? Es hat ja eigentlich jeder Spekulant, jeder Investor auf der Welt eigentlich gesagt, okay, das sind tiefe Kurse, wir kaufen jetzt. Gold steigt jetzt die nächsten 10 Jahre. Die Seasonals haben eigentlich gesagt, wir gehen hoch. Warum ist der Markt so in sich zusammengeklappt? Also was ist da passiert, beziehungsweise wie können wir das erklären? Wie soll man jetzt damit umgehen? Ich weiß nicht, ob du eine private oder eine investierte sogar Meinung hast im Goldpreis. Das würde mich vielleicht jetzt noch interessieren und wahrscheinlich auch alle, die hier zuschauen, weil einfach Gold natürlich auch ein Asset ist, was wir hier auch wie eine Art Basiswert, wie eine Art Forex-Pair Gold in US-Dollar sozusagen auch traden können, ne? Absolut super, Christian. Also wie gesagt, Chiemsee-Veranstaltung, da klingelt es gleich bei mir, halten wir eh fest. Ich meine, wir wohnen eh ums Eck, beziehungsweise unsere tolle Alpengegend werden wir hier und da natürlich noch unseren Teilnehmern auch mal live präsentieren können. Genauso gleichwohl hier in Hamburg, der Hansestadt, auch ein richtig schönes Fleckchen zum Erleben und auch, sag ich mal, zelebrieren. Also da wird noch viel kommen, wenn die ganze Corona-Pandemie so ein bisschen ihren Nachgang findet. Am Ende des Tages zu deiner Frage, bevor ich wirklich das Mic abgebe. Grüße erstmal Marco, danke für den Welcome Speech, Andreas, Ottmar, schön, dass ihr alle dabei seid. Und mit der Aufzeichnung, das führen wir definitiv fort. Finde es auch gut, Chris, dass du sagst, nicht immer am DAX kleben, der ist da ein bisschen lethargisch da oben im Rumeiern. Du weißt ja, auf den Social hatte ich unlängst auch schon den Euro-Schweizer Franken gepostet. Ich kann leider deine Einschätzung dann jetzt nicht mehr hören, bin aber gespannt. Ich habe ja dann auch noch verlautbart, wie ich mich da positioniert habe vor dem Wochenende. Und zum Gold werde ich natürlich auch gern gleich was sagen, weil in der Tat ein beliebtes Underlying, eine schöne Asset-Klasse, Gold bei JFD auch im Euro handelbar, eben XAU EUR, nicht nur XAU US-Dollar, wobei natürlich der US-Dollar-Markt hier unser Kernmarkt, unser auch Kernanalysezentrum ist. Und wir sehen hier gerade den Goldpreis eben im Big Picture, weil du gerade den Goldpreis und die große ja, Panikwelle im Juni eben angesprochen hast. Großer 10-Jahres-Chart inklusive All-Time-High, nominell wohl bemerkt. Das muss man ja auch noch beim Goldpreis ein Stück weit berücksichtigen. Was ist denn nun der wirkliche Höchststand, inflationsbereinigt oder nicht? Aber grundsätzlich sehen wir ja hier im Juni diese mega schwarze Kerze. Und wenn man so ein Stück weit die Candlestick-Analogie sehen und lesen kann, dann sieht das so ein Stück weit fast nach einem bearish engulfing aus. Also hier wird praktisch die Mai-Candle, die wirklich sehr bullisch daherkam, wo wir auch schon, wie du schon sagst, von einem Ausbruch, sagen wir mal, ausgegangen sind, der dann eben sich auch weiter über die 2000-Dollar-Marke hätte fortsetzen können, ausgegangen ist. Das Ganze wurde im Juni buchstäblich in Luft aufgelöst. Ja, warum? Weil, lange Rede, kurzer Sinn, die Fed hat hier so ein Stück weit früher als erwartet die Zinsfantasie im Rahmen dessen, dass sie die Zinsen früher als erwartet anheben. Meine persönliche Meinung war, und da stand ich auch nicht allein, so im Zeitfenster 2024
mit der Absicht, dass da sozusagen die Maßnahmen ergriffen werden. Und nun war es dann eben bei der letzten FED-Sitzung, beim letzten FED-Event so, dass es dann durchaus dazu führte, dass im Jahr 2023 zwei und möglicherweise im nächsten Jahr auch schon eine Zinsmaßnahme ergriffen werden kann. Und das ist natürlich absolut dollar-bullisch gewesen. Das war natürlich dann umgekehrt auch für den Goldpreis genau das, was den so unter die Räder brachte, weil wenn es eben Zinsen am Markt gibt und Gold wirft eben keine Zinsen ab, flüchtet sich das Kapital weg von diesem Sicherheitsasset. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, die Märkte sind seit über einem Jahrzehnt mit Liquidität geflutet. Und ich glaube kaum, dass die Notenbanken weltweit, selbst wenn sie die Zinsen ansatzweise anheben sollten, zu früheren Zinsniveaus zurückkehren. Das wäre schlichtweg ein Debakel für die ganze Weltwirtschaftsindustrie, für das kapitalistische System. Deswegen sehe ich das eigentlich noch in weiter Ferne, zumal auch mal abzuwarten bleibt, ob die Fed ihre Meinung nicht in den nächsten Monaten und Wochen auch ändern wird. Grundsätzlich technisch gab es, wie gesagt, hier in dem Juni diesen harten Rückschlag. Gold aktuell sehr, sehr interessant. Könnt ihr mir auch vorstellen, und das ist jetzt beim Goldpreis wirklich interessant, sehen wir jetzt so einen kleinen Turnaround? Haben wir vielleicht schon die jüngsten Reaktionstiefs gesehen oder kommt da noch weiter zurück? Ich zeige euch kurz das große Bild. Rechnen nämlich damit, dass wir hier unter Umständen durchaus nochmal einen Spike in Richtung 1700 Dollar machen können. Ich denke, das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch gewischt, technisch. Und da gehst du auch gleich genau drauf ein. Will ich gar nicht so viel sagen. Ich hatte den Goldpreis gestern im Devisenradar und habe schon gemutmaßt, hey, trotz des neuen Reaktionstiefs sehen wir praktisch einen Erholungs- und Gegenreaktionsimpuls, der meines Erachtens, das wird spannend zu sein, wie du das siehst, ob der Goldpreis jetzt durchaus nochmal in Richtung 1850, 60, vielleicht 1900 ansteigen kann oder, und das war so ein Stück weit meiner Einschätzung, ihm schon hier im Bereich 1820, 25 die Luft ausgeht, um dann doch noch hier neue Reaktionstiefs abzuleiten, die so ein Stück weit in Richtung 1700 gehen können. Ich bin mir nicht sicher, ob du derselben Meinung bist, Chris, aber kontrovers darf es ja an den Märkten sein. Und das ist natürlich der Markt. Man hat unterschiedliche Meinungen. Beispiel dazu auch Euro-Schweizer Franken. Bin ich ja short positioniert unlängst seit letzter Woche und hatte da auch einen Diskurs mit dem lieben Bernd aus unserem Research-Bereich. Er sah den Euro-Schweizer Franken nämlich auch durchaus ein Stück weit bullisch. Und das ist ja manchmal das Thema. Du hast 10 Analysten und sag ich mal 20 Meinungen und 10 Trader und dann gleich mal 25 Meinungen. Das macht den Markt natürlich spannend. Wer am Ende recht hat, das entscheidet der Markt. Aber wir werden uns hier im Rahmen der Massenpsychologie an den Charts entlang hangeln und hier sozusagen versuchen, unseren Vorteil rauszulesen. Und damit arbeitest du ja auch Chance-Risiko-Verhältnisse, Abmessung der Wahrscheinlichkeiten. Und da sind wir jetzt eben mal gespannt, was du uns und unserem erlauchten Kreis hier kredenzen wirst. Wie gesagt, nochmal der Hinweis: Morgen bin ich im Trading Room am Start. Vielleicht, Chris, findest du dich früher oder später auch mal im Trading Room ein, wobei es da natürlich mehr um Intraday-Action gehen wird. Am Ende des Tages macht's euch bereit. Ich schiebe den Bildschirm mal rüber und hoffe, dir so ein bisschen Antwort gegeben zu haben, Chris. Jo, also ich komme dann auf den Euro-Schweizer Franken auch ganz am Ende zu sprechen. Der ist tatsächlich auch auf meiner Liste drauf. Und würde beginnen jetzt mal mit unserem quasi Zuschauerkreis, hier Teilnehmerkreis, gleich mit dem Gold anzuschließen. Einfach nur, dass wir das jetzt nicht so schnell aus dem Kopf verlieren, was jetzt der Chris Kämmerer gesagt hat, beziehungsweise was jetzt so quasi sein Chart war. Chris, du müsstest mir den Bildschirm nochmal zurückwerfen. Im Moment sehe ich noch deinen. Das ist auch genau der Plan gewesen. Richtig, Chris. Pass auf, Ah ja, ich mache okay. zweierlei. Ich gebe dir den Dann Moderatorstatus und nee, dann la, die la, lass Walkrechte. ganz kurz, lass ganz kurz deinen Bildschirm noch, weil Leute, was mir jetzt persönlich hier fehlt, weil ihr seht jetzt einen Goldchart, das ist schön und gut, aber erstens kriege ich immer Kopfschmerzen bei diesen Zinsfantasien Das 2024 stimmt. und bla bla. Viel Also zu das weit ist für weg. mich persönlich, ich will das nicht abwerten, wenn jemand dafür interessiert oder sagt, er ist vielleicht auch fundamental oder sage ich mal, finanzpolitisch interessiert und macht sich da Gedanken zu Zinsen und so weiter und so fort. Für mich persönlich ist das ja schwer fassbar und auch schwer vorhersehbar. Und klar kann man immer alles auf Zinsen schieben, weil der Zins ist quasi der Preis des Geldes und damit natürlich ganz, ganz wichtig für uns und tatsächlich auch sehr stark marktbeeinflussend. Aber ich persönlich kann einfach mit diesem ganzen fundamentalpolitischen News-Thema nicht so viel anfangen wie mit einem ordentlichen Chartbild. Und was mir jetzt hier in dem Chart fehlt beim Chris, ist einfach, die Börse spuckt uns ja quasi zwei Werte aus. An dem Markt wird ja immer preisgestellt. Aber was mir jetzt unbedingt hier fehlt in diesem Chartbild, ist einfach das Volumen, das dahinter steht. Also quasi, wenn jetzt Angebot und Nachfrage zu einem bestimmten Preis in Einklang gebracht wird, interessiert mich dann eigentlich noch,
im Nachgang, wie viele Stücke wurden umgesetzt, beziehungsweise wie viel Volumen wurde denn zu welchem Preis gehandelt? Weil der Preis an sich wenig bis gar keine Aussagekraft hat, wenn wenig bis gar kein Volumen dahinter steht. Das heißt, dieses Hoch, was wir jetzt hier sehen bei 1916,50 da oben, dieser Kerzendocht, der da eingezeichnet ist, beim Chris mit dem 100% Fibo-Retracement sozusagen. Das kann ein Kurs sein, der kann reiner Zufall sein. Der ist nicht valide, weil wahrscheinlich dort wenig umgesetzt wurde. Das, was jetzt hier valide ist, sind die Kerzenkörper, also die Eröffnungskurse, Schlusskurse, wobei das natürlich jetzt hier in einem Forex-Gold-Chart immer ein bisschen darauf ankommt, wann der Broker sozusagen in der Servicezeit, in der Serverzeit die Kerze schließt. Aber grob können wir sagen, dass einfach in diesem Chartbild aus meiner persönlichen Sicht heraus was fehlt, nämlich einfach hier das Volumen, beziehungsweise einfach, was steckt hinter den Kursen. Und daraus können wir meiner Meinung nach auch relativ klar ableiten, wann ein Kurs in der Wohlfühlzone ist, wann er sich also bei viel Volumen bewegt und wann er in der Ineffizienzzone ist, wenn er also einen Bereich eher meidet im Chartbild. Und wenn jetzt hier mal das Volumen dazu schalten würden, dann würden wir auch ganz klar sehen, was der Kurs als nächstes tut, beziehungsweise warum er das getan hat, was er getan hat. Und ich denke, dass du das bei Guidance wahrscheinlich noch nicht kannst, Chris, dieses Marktprofil jetzt dazu schmeißen. Das ist wie ein Tool, das ich meine, unterschwellig, dass das in Arbeit ist oder ich auch vielleicht sogar schon mal in meiner Beta-Phase gesehen habe, aber das ist tatsächlich ein Tool, wo du primär bei TradingView oder eben im MetaTrader findest. Deswegen gebe ich dir Genau, den, also das. oder eben hier bei TradeSignal Online hast du es ja auch. Also das ist ja auch das Feature, wo du dieses Tool nutzen kannst. Genau, also du kannst dann entweder das selber jetzt mal reinzeichnen oder du wirfst mir kurz den Ich Bildschirm gebe dir rüber. rüber. Wir sind in der Zeit. Wie gesagt, die Teilnehmer lechzen schon nach deinem Bildschirm. Insofern kriegst du erstmal die Moderatorenrechte. Genau, und du bist jetzt wahrscheinlich eh raus. Das heißt, wir machen jetzt quasi dann auf meinem Bildschirm weiter und wir sehen dann gleich quasi, wie dieses Marktprofil, was ja immer ein Teil meiner Clusteranalyse ist, quasi diesen Chart gleich ungemein aufwerten wird, visuell, und euch daheim halt auch nichts kostet. Also man muss immer sagen, das ist ein Tool, das euch daheim keinen Ärger macht, das euch keine Arbeit macht oder kein Abo braucht oder ähnliches, sondern was ihr hinzuschalten könnt und damit eine relativ klare visuelle Richtung bekommen werdet für jedes Chartbild, was liquide ist an der Börse. Also egal, ob das DAX oder Gold oder Forex ist, ihr könnt das immer nutzen. Und von daher, Chris, werf mal rüber den Bildschirm. Machen wir direkt. So, jetzt schauen wir, dass du die Auswahl hast. Da haben wir ihn, Sehen. jawohl. Und ihr habt jetzt hier noch den Goldpreis im Daily. Und die Frage, die wir uns quasi stellen, ist ja eigentlich, warum hält sich der Kurs oben auf, weil der Kurs dann auch hier wieder runter zu gehen? Das jetzt einmal mit Zinsfantasie natürlich erklären, man kann aber nicht dieser Richtungswechsel hier mit Zinsfantasien erklären. Das heißt, diese Richtungswechsel, das, was uns als Trader interessiert, wo wir aufhören wollen, weil nur dann, wenn wir in den Markt reinschießen und es tut sich auch was, wir auch Geld verdienen. Also wir wollen diese Seitwärtsschiebezonen eigentlich ja vermeiden. Wir wollen eigentlich diese Bewegungsphasen haben. Und meist ist es so, dass auf Schiebephase Bewegung folgt. Das ist genauso wie auf Bewegung Korrektur folgt. Wir dann eigentlich ein bisschen im Chat uns anschauen, meiner Chris, Meinung nach im Blindflug unterwegs sind. Ja, Chris? ganz kurz, du hackelst gerade ein bisschen, musst mal gucken, bist du im WLAN oder LAN bei dir unterwegs? Also zumindest jetzt, wo wir den Bildschirm übertragen haben, war es ein bisschen hackelig von der Stimme her. Schau Ich mal, ich bin gebe dir. im Internet, ja, das passt alles. Also ich bin im Also im LAN LAN. unterwegs. Im LAN, Ja, okay. klar. Dann werde ich mich. Ich gebe dir jetzt nochmal die Org-Rechte und dann sozusagen hast du den Loop in der Hand. Was wir jetzt dann noch machen, wie gesagt, ich sage jetzt erstmal Ciao und wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel Spaß. Im nächsten Monat hören wir uns mit dem Chris wieder, vielleicht auch eben mal im Trading Room. Und ich fand auch gut, dass du gesagt hast, Fundamentals sind immer Erklärungen für nachträgliche Bewegungen. Wir orientieren uns ja hier an der Massenpsychologie des Charts und in Verbindung mit verschiedenen, sage ich mal, Features, sei es Seasonals, sei es Preiszonen, sei es Volumen, kann man natürlich hier immer noch ein Stück weit mehr Erfahrung und Information ziehen, um dann eben seine Ableitung zu finden. Ich bin mal gespannt, was du für eine Tendenz beim Goldpreis hast, ob er wirklich in Richtung, wenn ich das mal so beurteilen darf, in Richtung 1900 ziehen kann oder darüber rausgeht. Das werdet ihr jetzt mal vom Chris Stern erfahren. Ich schaue es mir im Nachgang an und wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel, viel Spaß. Chris, die Org-Rechte gehen rüber an dich. Dann kannst du den Chat lesen und auch mit den Teilnehmern in die Interaktion gehen. Müsstest jetzt sozusagen den Bildschirm entsprechend bei dir auch sehen.
Beziehungsweise die Panelleiste. Genau, ich habe alles, Chris. Ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt funktioniert. Also ich höre den Chris sehr gut. Bei mir funktioniert eigentlich. Falls was, gib mir noch mal ein kurzes Feedback hier über die Chat-Funktion. Ansonsten mache ich einfach mal weiter Genau. mit dem Goldpreis. Also seht hier noch mal das nackte reine Chart. Mal ein bisschen in die Vergangenheit. Wir gehen also auf tradingstars.de und gehen mal runter. Goldanalyse und schauen sozusagen, meine letzte Markteinschätzung 6. April 2021 war also relativ klar bullisch, aber auch bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen die Glaskugel, die tatsächlich auch wieder voll reingehauen hat, weil wir natürlich genau am Ende dieser blauen Pfeilspitze jetzt nach unten weggedreht sind. Also wenn wir uns das Bild jetzt anschauen, sind wir tatsächlich da oben knapp über der 1900er Marke umgedreht und sind in uns zusammengebrochen sozusagen. Im Daily Chart sieht das noch ein bisschen aggressiver aus hier, dieser Abverkauf. Aber wenn wir also hier zurückgehen, war dieser Punkt, wo wir den Kurs haben wollten, sozusagen der Take Profit für diese Long-Position, die wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, eigentlich schon erkennbar, dass diese ganze Aktion dann ausgereizt sein wird. Das war einfach nur damals das Ende der Effizienzzone, beziehungsweise ja, hier dieses Haupteffizienzlevel in diesem Bereich. Dort war sozusagen erkennbar am Volumen in der Vergangenheit. Also, das ist jetzt hier der GC-Kontrakt von der Comex sozusagen, also Future-Kontrakt, der uns hier das Volumen im Marktprofil auswirft. Und oberhalb der 1900er-Marke war sozusagen zu sehen, dass ja, das Handelsvolumen in der Vergangenheit stark beschränkt war. Also, wir haben den Kurs immer wieder gesehen, der ist hier nach oben eingetaucht, hat immer wieder versucht, neue Höchststände zu erreichen oberhalb der 1900, aber hat dies immer nur sehr temporär getan und immer nur bei sehr geringem Marktvolumen. Das heißt, diese Validierung dieser Kurse da oben hat nicht stattgefunden. Und das war eben auch jetzt davon auszugehen, dass wenn der Kurs sozusagen von Effizienz zu Effizienz läuft, relativ zügig erstens die Ineffizienz quert und relativ klar auch, wenn er an dieser Kante eben anstößt, dann in die Korrektur gehen muss. Dass jetzt der Kurs in sich zusammenbricht und nach unten abwandert, trotz bullischer Saisonalität, das war natürlich nicht vorherzusehen. Aber es war vorherzusehen, dass man eine Long-Position hier oben schließen muss, beziehungsweise eng absichert, quasi Stop-Loss auf Break-Even zieht oder Teilverkauf macht. Also das ist quasi das, was uns der Chart damals schon gesagt hat. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir den jetzt rausgesucht habe, weil es da mal so schön funktioniert hat, sondern egal, was ihr euch für bei uns auf der Seite anschaut, beispielsweise die letzte Analyse British Pfund US, es gibt immer einen Grund, warum ein blauer Pfeil, also das, was wir traden wollen, irgendwann auch mal zu Ende ist. Also wenn wir uns jetzt British Pfund US-Dollar anschauen, der Kurs ist dorthin gegangen, wohin gehen sollte und hört dann auch wieder auf damit. Das heißt, wir müssen hier unbedingt immer auch einen Trade, der gut läuft, wo wir die Richtung erwischt haben, irgendwann auch mal in trockene Tücher legen, einen Teilverkauf machen, Take Profit ziehen oder eben den Stop-Loss aktiv nachziehen, auf Einstand ziehen, zumindest das Risiko rausnehmen und natürlich irgendwann auch mal Gewinne mitnehmen. Und das ist also das, was ich unbedingt, dass einfach das Marktprofil Hilfestellung muss, ist, die hilfreich ist, die visuell ist und ja, die euch auf jeden Fall diesen Chart bereichert, weil der Preis ist ein Tool, das uns die Börse gibt. Aber das Volumen hinter diesem Preis, egal ob das jetzt eine Xetra-Aktie ist, die in der Öffnungs- oder Schlussauktion einen Riesenumsatz macht und untertags eigentlich vor sich hin dümpelt und quasi die Kerzenkörper immer die relevant sind, die für uns quasi wichtig sein müssen. Das, was die Dochte zeigen, der Kerzen, meiner Meinung nach völligst irrelevant. Ihr seht auch, dass ich immer eine Horizontallinie, eine Unterstützung, einen Widerstand immer an den Kerzenkörpern ansetze und niemals an den Dochten, weil das aus meiner Sicht völlige Irreführung ist und teilweise auch extra so gemacht wird, dass ein Kurs mal testet einen Bereich, aber der Schlusskurs relevant ist. Und das also ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das Marktprofil, weil wenn ihr jetzt im Nachgang, wenn ich euch jetzt das Chartbild zeige, dann sagt ihr, ja klar, das Marktprofil sieht jetzt so aus. Der Kurs ist jetzt runtergegangen, das Marktprofil sieht jetzt im Moment so aus. Das ist quasi ja, manipuliert. Das
zeigt uns aber hier 300 Perioden in der Vergangenheit an. Das heißt 300 Tage. Das heißt, das Marktprofil sah also hier Anfang April genauso aus oder ähnlich. Es hat uns da schon gezeigt, dass die Ineffizienz hier zu Ende ist. Wenn man sich den Chart in Ruhe anschaut und die einzelnen kurzen Versuche der Kerzen sieht, hier oben auszubrechen, dann sieht man auch, dass eigentlich der Kurs hier oben sich nicht wohl gefühlt hat, dass er hier unten sich viel wohler gefühlt hat, dass also hier irgendwann ein Ende kommen musste. Dieser Rallye war klar, dass es so abrupt kommt, meiner Meinung nach nicht vorherzusehen. Aber warum das Ganze jetzt hier oben dreht, kann man natürlich mit irgendeiner wilden Fundamentaltheorie herleiten und sagen, irgendwer hat gesagt oder irgendwas ist passiert oder 2024 passiert dies und das. Aber es ist einfach leichter aus meiner Sicht, die Vergangenheit zu lesen, aus der Vergangenheit zu lernen und aus der Vergangenheit bewährte Muster in die Zukunft hinein zu interpretieren. Das heißt, wir müssen immer wieder das, was schon funktioniert hat, davon ausgehen, dass es in der Zukunft auch noch funktionieren wird. Klar, die Welt ändert sich, die Märkte ändern sich. Es gibt immer wieder Sachen, die haben 100 Jahre funktioniert und funktionieren morgen nicht mehr. Aber wir gehen nicht davon aus, dass die komplette technische Analyse jetzt von heute auf morgen nicht mehr funktioniert. Und deswegen dieser Baukasten, deswegen der sogenannte Cluster. Also das Wort Clusteranalyse kommt einfach aus Klumpen, aus dem Klumpen heraus. Und wir versuchen uns in diesem Chartbild immer einen Klumpen zu bilden. Aus Fibonacci, aus gleitenden Durchschnitten, aus Horizontal Supports und Resistance. Wir versuchen hier das Marktprofil mit einfließen zu lassen, die Markttechnik, die Charttechnik, die Eliot-Wellen-Theorie und versuchen nur dann eben zu agieren, wenn alles in allem hier eine Sprache spricht. Also auch Multi-Timeframe-technisch hier der Wochenchart, der Tageschart und der Stundenchart am besten in dieselbe Richtung zeigen. Und ja, jetzt ist quasi aus meiner Sicht heraus relativ klar, warum es hier oben quasi zu einem Ende der Bewegung kam, dass jetzt hier unter den EMA 200 und den EMA 50 geht, so weit zurückgeht. Das war aus meiner Sicht heraus nicht unbedingt vorhersehbar, aber das Problem, das sich jetzt heute stellt, ist, dass wir Trader jetzt vorm Rechner sitzen und jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Und das ist natürlich hier eine Fragestellung, wo wir uns ein bisschen heranwagen, jetzt zu beurteilen. Also, was ist passiert in der Vergangenheit? Klar, wir haben hier Kaufversuche gesehen, die sind jetzt in sich zusammengebrochen. Wir haben sehr weit uns erholt nach unten hin und jetzt hier diese 200-Tage-Linie an der EMA 200er, der roten Linie klebt und das natürlich ein Signalgeber ist. Das heißt, wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir 200-Tage-Linie heute per Tagesschlusskurs überwinden. Dann wird der Kurs wieder zu 1900 hochschnellen. Alternativ werden wir hier einen Deckel haben und uns zurück in die Effizienzzone bewegen. Das bedeutet, wir haben wie immer zwei Möglichkeiten. Der Kurs kann steigen oder fallen. Wir haben aber aus meiner Sicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kurs wieder dahin geht, wo er sich wohlgefühlt hat. Warum? Weil wir ein technisches doppelten Boden sehen. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr starke Unterstützungszone um die 1760 herum, sind immer wieder angeeckt, haben diese Horizontallinie immer sehr, sehr ernst genommen und haben sie auch jetzt wieder sehr ernst genommen. Wir haben diesen Doppelboden gebildet. Der doppelte Boden wurde aktiviert, er wurde ausgelöst. Reine klassische Charttechnik sind jetzt am EMA 200. Der drückt jetzt ein bisschen auf den Kurs, das wird jetzt noch ein bisschen Kraft kosten. Aber sobald wir den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis überwinden, werden wir Richtung 1900 und ich sage das mal mit Vorsicht, weil ich spreche immer nicht, was ist, wenn, dann, sondern ich sage, wir steigen. Wenn ich sage, wir steigen, ist das in meinem Kopf eine vorgefestigte Meinung aufgrund argumentativer Kette, die ich aus dem Chart herausbastel. Heißt natürlich nicht, dass das so kommt. Es ist nur in meinem Kopf drin. Aber es muss so in meinem Kopf drin sein, damit ich auch diese Position in meinem Konto mit echtem Geld durchhalten kann. Das heißt, ich muss, wenn ich Geld riskiere, eine feste Meinung haben, eine klare Meinung haben und muss daran glauben können. Es darf nichts dagegen sprechen, es muss vieles dafür sprechen. Das heißt, aus meiner Sprache heraus wird der Goldpreis sozusagen auf die 1900 hochgehen. Und das ist aus Chancen-Risikosicht heraus natürlich nicht so schlecht. Wenn wir jetzt einsteigen, sagen wir mal, heute kann vielleicht der Goldpreis über der 200-Tage-Linie schließen oder morgen und wir traden wieder hoch bis zu 1900. Meinetwegen auch bis zu diesen Kerzenkörpern, die wir hier oben ausgebildet haben. Dann haben wir eine relativ schöne Chance. Ich mache die mal
grün. Und wir haben im Gegensatz dazu, wenn wir jetzt Market einsteigen, ein relativ kleines Risiko, nämlich das jüngste sogenannte markttechnische Verlaufstief oder auch natürlich der sogenannte doppelte Boden. Das heißt, wir haben hier ungefähr 1 Euro Risiko und kriegen für jeden Euro, den wir in den Markt reinwerfen, circa 2 Euro wieder raus. Ist an sich nicht das Optimum. Klar, könnte besser sein, aber es ist ein valider Trade. Warum? Weil wir gute Argumente haben, dass wir nach oben gehen, weil wir einfach eine schöne technische Situation haben. Wir haben den Deckel, das ist quasi unser Entscheider, ob wir heute Abend long oder short gehen. Entschuldigung, short gehen wir natürlich nicht, ob wir heute Abend long gehen. Und wir haben eine taktische, strategische Risikobegrenzung am Boden des doppelten Tiefs. Wir haben ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben aber nicht den optimalen Trade. Warum haben wir nicht den optimalen Trade? Weil wir einfach nur nicht genug Argumente haben für diese ganze Chart-Situation. Jetzt ziehen wir mal ein Fibonacci-Retracement hier rein in die ganze Nummer und messen quasi die jüngste Strecke. Wir müssen andersrum messen. Bei Trade Signal geht quasi Fibonacci genau andersrum als im MetaTrader. Wir vermessen vom jüngsten Verlaufstief zum jüngsten Verlaufshoch und sehen jetzt 61,8 Retracement, ganz, ganz wichtig, clustert. Daher kommt der Begriff Clusteranalyse, mit einem starken Volumen, mit einem Doppelboden und mit einer Horizontalunterstützung. Das heißt, wir haben hier wieder ein Argument mehr, warum die Korrektur dieser Aufwärtsstrecke sollte am 61,8 der Fibonacci-Retracement spätestens beendet werden. Tiefere Korrekturen führen wahrscheinlich dazu, dass der Goldpreis weiter absackt. Also, dass wir diese Volumeneffizienzzone hier unbedingt nochmal anlaufen. Das heißt, hier quasi wieder ein Argument, warum der Tiefstkurs zumindest jetzt da gewesen sein sollte. Das heißt, im Optimalfall gehen wir jetzt straight nach oben, wieder zurück 1900 und etwas darüber und handeln diese Position auch. Was im Gegensatz passieren kann, ist, dass wir quasi am EMA 200 abprallen und hier nochmal die Effizienz suchen. Dann ist aber auch nicht ganz so schlimm, weil das ist gar nicht so sehr tief. Dann holen wir uns den nächsten Einstieg, traden das ganze Ding wieder nach oben und haben den Stop-Loss eben wieder unter dem letzten Verlaufstief. Das wäre dann hier. Da steigen dann natürlich auch hier unten ein. Dann haben wir noch eine größere Strecke. Das heißt aber auch, wir müssen unser Pulver trocken halten. Wir dürfen also nicht jetzt mit dem Trade, den wir jetzt machen, heute Abend, nicht sofort all in gehen, sondern wir müssen sagen, okay, ich halbiere meine eigentliche Positionsgröße, weil es gibt auch Argumente, die dafür sprechen, dass wir eben diese Effizienzzone hier vielleicht nochmal anlaufen und einen viel besseren Trade, einen nämlich 3 zu 1 Trade kriegen. Also für 1 Euro Risiko bekommen wir ungefähr 3 Euro wieder raus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was jetzt vielleicht noch helfen könnte, ist auf Basis der Clusteranalyse das sogenannte sessionale Erwartungsbild. Das heißt, wir können auch hier wieder eine kostenlose Seite nutzen, nämlich die seasonax.com. Die sollte euch bekannt sein, weil ja der Dimitri Speck auch hier bei JFT schon mal ein Webinar gemacht hat. Und was ist die saisonale Erwartung? Das ist einfach, was hat der Goldpreis im Mittel innerhalb der letzten 10 Jahre gemacht? Wie hat er sich entwickelt? Und der Strich hier, der zeigt uns den heutigen Tag an. Also wir sind im 6. Juli und wir sehen voraus, dass Gold sich innerhalb der letzten 10 Jahre, innerhalb der kommenden Wochen durchschnittlich sehr bullisch entwickelt hat, nämlich bis in den September hinein. Das heißt, da ein Argument mehr für den Bullen, ein Argument weniger für den Bären und dementsprechend auch wieder ein Argument, das in eurem Geist diesen Trade jetzt festigen kann. Das heißt, jetzt die 2 Möglichkeiten. Wir gehen heute Abend in die Long-Position rein mit einem relativ schlechten CRV, aber machbar. Stop-Loss unter das letzte Tief, Körper hier hoch bei 1909. Machen halber Positionskraft, wissen, dass mit diesem zweiten Upturner, also diesen ersten Verlierer-Trade sozusagen, dann mit einem nächsten zugunsten der massiv bullischen Saisonalität hier nochmal zum Einstieg nutzen müssen. Das heißt, ein bisschen Pulver trocken halten und ja, dann einfach Feuer frei. Meiner Meinung nach ist das Trading praktisch die einzige Möglichkeit. Das heißt, dass der Kurs dann unter dieses Effizienzvolumen nochmal drunter geht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wir sollten hier auf keinen Fall unter diese 17,25 drunter gehen, weil dann einfach das komplette Chartbild in sich zusammenbricht. Dann ziehen wir den Stop-Loss
und sind erstmal aus dem Gold raus, weil dann hat das überhaupt nichts mehr mit dieser saisonalen Erwartung zu tun. Dann wird wahrscheinlich der ganze Sommer auch für den Goldpreis anders laufen, als er in der Regel läuft. In der Regel haben wir also hier im GC-Kontrakt einen starken bullischen Anstieg über die Hochsommermonate. Jetzt schaue ich ganz kurz in die Frage. Beziehungsweise die Fragen von euch rein, die Heidrun schreibt, jetzt habe ich das Gefühl, dass er nochmal runtergeht. Ganz genau, also das Gefühl kann durchaus sagen, sorry, das ist der falsche, das ist jetzt der alte, hier sind wir, dass wir tatsächlich hier diese Effizienzzone tatsächlich nochmal anlaufen, dass wir auch so ein bisschen diese, ja, ihr kennt ja die Tricks der Market Maker, also ich meine jetzt nicht irgendwie Brokern, sondern ich meine die großen Market Maker wie Deutsche Bank oder Goldman Sachs, die natürlich auch versuchen, hier so ein paar Marktteilnehmer rauszukicken mit falschen Bewegungen beziehungsweise falsch angedeuteten Bewegungen. Immer dort, wo quasi viele Stops liegen, kommt natürlich auch viel Volumen in den Markt rein und der Markt tut dann quasi das, was er tun soll, nämlich er schafft einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, rasiert die Stops ab, knallt das Volumen quasi ins Orderbuch rein und zieht dann kurz mal diesen falschen Weg in Betracht, um dann tatsächlich den Trendrichtung hier fortzusetzen. Und das könnte natürlich jetzt passieren. Viele Leute sind schon wieder long, gehen schon wieder long heute mit dem EMA 200. Aber wie gesagt, die Variante, die ich jetzt fahren werde, ist, ich fahre mit halber Positionskraft. Ich trade ja normalerweise 2% in Abhängigkeit von meinem Konto. Ich trade also jetzt nur mit 1% Risiko in Abhängigkeit von der Kontogröße, um dann das Ganze nochmal machen zu können, falls es schief geht. Psychologisch gesehen bin ich dabei, falls der Trade jetzt in die richtige Richtung läuft, habe ich alles richtig gemacht mit der halben Positionsgröße. Andererseits frisst mich das Ganze auch nicht auf, wenn es jetzt nach hinten losgeht und ich eben erst im zweiten Rutsch hier reinkomme. Und wenn das ganze Ding komplett nach hinten losgeht, der Goldpreis in sich zusammenbricht, was ich nicht glaube, weil Gold ist immer eine sichere Währung und wir haben immer noch unsichere Zeiten. Also diese Tendenzen der Notenbanken, dann tatsächlich irgendwann mal die Zinsen wieder hochzuschrauben, vielleicht diese Druckerpressen auch ein bisschen runterzufahren, diese Geldfluterei vielleicht irgendwann gar nicht so gesund ist, ja, auf Sicht der Inflation. Das werden die Märkte nicht mögen, das werden die Aktienmärkte nicht unbedingt mögen, aber der Goldpreis ist dann natürlich immer eine Bank und aus meiner Sicht gibt es fundamental jetzt auch nicht unbedingt einen Grund, jetzt zu sagen, Gold wird sich entwerten. Warum sollte das so sein? Es ist ein knappes Angebot weltweit natürlich. Es ist immer wieder Industriebedarf da. Es ist immer wieder sehr viel Bedarf an Schmuck in China, in Indien. Also warum sollte dieser Markt in sich zusammenbrechen gänzlich? Warum sollte ich nicht aber diese tiefen Kurse jetzt nutzen, um in ein, zwei geile Long-Positionen reinzukommen? Also da stellt sich mir jetzt nicht die Frage, in welche Richtung das geht, sondern eigentlich nur die Frage des Timings. Und von daher, Heidrun, bin ich deiner Meinung, es kann auch noch mal runtergehen. Dessen sind wir aber gewappnet, wenn wir mit der halben Size sozusagen starten. Dann noch eine Frage von Marco. Wie stellst du bei Trading Online rechts das Volumen ein? Das geht ganz einfach über diese Flagge der Indikatoren. Und dann kannst du sozusagen einfach nur Price Volume eingeben und dann kommt das sogenannte Price Volume Profile und das ist sozusagen dann hier eben Price Volume Profile, dieser Indikator, der hier verwendet wird. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du auch Marktprofil auf meinem YouTube-Kanal dir mal anschauen. Da sind Videos, die quasi dieses ganze Thema nochmal von 0 auf 100 beleuchten, Grundeinstellungen her in den verschiedenen Softwaren und so weiter und so fort, wie man das nutzen kann. Das Template für den MetaTrader fragt jetzt der andere Marco noch, dass ich weiß, dass der Chris Kämmerer dran ist, das irgendwie den JFT-Kunden sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass man das auch hier im MetaTrader an wieder das jetzt statt Aussage treffen, würde ich die Frage dann bitte an den Kundenservice, den Kundensupport vielleicht von JFT nochmal kurz nehmen, dass das Interesse da groß ist und dass ihr das dann vielleicht hier auch für den MT4 seitens JFT bekommen könnt. Ansonsten, ja, lass mal das mal mit dem Goldpreis so sein. Marco hatte so mal eine Frage zum Marco. Wir halten diese Effizienzlevel auch in starken Trends. Ja, also bringen den Kurs zum zeitig in eine Seitwärtsschiebezone oder in eine Korrektur hin. Also
Deine Fragen zum Marktprofil werden sich alle mit dem spreche ich dir. Ansonsten beim nächsten Webinar dann im August bitte nochmal einstellen. Das kurz über den DAX und ich weiß, dass es sehr viele Leute interessiert. Deswegen möchte ich noch kurz auf den DAX zu sprechen kommen. Wir sehen hier den DAX-Kursindex in einem langfristigen Wochenchart. Eine Kerze ist eine Woche. DAX-Kursindex heißt auf Deutsch, wir rechnen die Dividenden raus, wir rechnen die Gewinnausschüttungen raus und zeigen den DAX in seiner echten Kursentwicklung. Das ist quasi dann das Pendant zum Dow Jones, zum S&P 500. Das sind alles Kursindizes und der DAX ist ein Performance-Indiz. Das heißt, hier werden eben die Dividenden reingerechnet. Diese verzerren aber insbesondere im Frühjahr dann natürlich hier die Kursentwicklung. Wenn man beispielsweise den DAX mit dem Dow vergleichen möchte, sollte man immer den Kursindex nehmen. Und auch für die langfristige technische Analyse ist dieser der ehrlichere Index. Und wir sehen in der Vergangenheit klar neue Allzeithochs, aber wir sehen auch jetzt zuletzt eine Doppeltop, also eine Deckelbildung. Wir sehen aber auch, dass hier natürlich sich Druck aufbaut, also dass die Dochte nach unten, die Lunten hier nur ganz temporär sind, dass wir nur immer wieder, wenn wir runterkommen, sehr, sehr starke Käufer sehen und sich innerhalb dieser Formation, dieser Seitwärtsphase jetzt unheimlicher Druck aufbaut. Und dieser Druck ist im Tageschart, im Performance-Index natürlich auch zu sehen. Das heißt, wir haben einen Trend, wir haben eine kurze Korrektur, wir haben einen Trend, wir haben eine kurze Korrektur und jetzt zieht sich hier die Kursentwicklung zusammen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier, so leid es mir tut für alle, die auf der Short-Seite hier interessiert sind oder schon investiert sind, wahrscheinlich einen trendfolgenden Ausbruch nach oben sehen. Das ist fast immer so, wenn wir also Seitwärtsformationen, Korrekturformationen sehen und die Trends sehr stark intakt sind, also die EMAs sehr stark steigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nach oben aufploppt, einfach sehr, sehr groß. Und auch hier nochmal für all diejenigen, die diese Sell-and-May-Theorie verfolgen, schaut auch hier nochmal auf die Saisonalitäten. Schaut euch das an. DAX auf Season DAX über 10 Jahre gemittelt. Wir kommen jetzt nochmal tatsächlich in eine bullische starke Phase. Also wir gehen hier bis in, schauen wir mal kurz, bis in den Juli. Nein, ich werde das mal ganz kurz zurückklicken, dass wir auf den Tag genau wissen, wann wir dann hier auf die Short. Solange wir machen das über diese Funktion. So, das Hoch kommt quasi am 19. Juli. Das heißt, bis 19. Juli, natürlich nicht ganz genau, aber ungefähr werden wir hier, stelle ich das auch noch schnell ein, der Ordnung halber, werden wir hier eine Bullenphase noch bekommen im DAX und die beginnt gleich, die beginnt morgen. Das heißt, ab morgen bis zum 19. Juli haben wir im Schnitt der letzten 10 Jahre immer wieder mit 70%iger Wahrscheinlichkeit immer wieder eine bullische Phase gesehen und auch jetzt. Und ich weiß, dass viele Leute eben immer wieder short gehen, weil einfach ja, die sagen, der muss ja irgendwann fallen, ist ja klar. Nein, macht's nicht. Lasst den Markt hier nochmal aufploppen nach oben. Wartet eine Trendwendeformation ab, eine SKS-Formation, ein Doppeltop oder ähnliches, um hier wirklich eine Short-Position mithilfe der Markttechnik mit einem ordentlichen taktischen Stop-Loss zu übersehen. Lasst das Ganze einfach jetzt hier nochmal nach oben durchploppen. Der Chart lügt nicht. Also er sagt einfach, das Ding geht hoch. Also ist die Wahrscheinlichkeit halt auch da, dass er hochgeht. Schauen wir British Pfund, US-Dollar uns an. Wir hatten es vorhin schon mal kurz gesehen auf der ja auf TradingStars der letzten Analyse, dass wir hier quasi Wochenanstieg sehen wollten bis zur 1,4238, bis zu diesem markanten Widerstandsbereich, dann auch hier Volumen immer dünner. Das heißt hier wirklich wenig Interesse da, dass der Markt da eintauchen sollte. Und wir haben punktuell das Ziel abgearbeitet. Und was wir jetzt hier sehen, das ist das, was ich mir eben für den DAX wünschen würde, nämlich ein technisches Doppeltop. Und ihr habt hier schon mal 2018 gesehen, Anfang 2018. Jahreswechsel 2017, 2018, was ein solches technisches Doppeltop, wenn es denn ausgelöst wird, auch hier nach sich ziehen kann. Und im Endeffekt sehen wir genau dasselbe wieder. Wir sehen eine bärische Saisonalität, das heißt, wir sehen hier noch für mehrere Wochen einen Abfall in der Erwartung, die wir haben, aus quasi fundamentaler Sicht heraus. Wir sehen ein technisches Doppeltop, ähnlich aus wie dem letzten. Wir sind auch schon hier
aus diesem Trendkanal nach unten durchgeblobt. Und wir werden uns also hier wahrscheinlich, je weiter wir in die Ineffizienz fallen, wir sehen es im Marktprofil, wir würden es aber auch im Chart sehen, wenn wir uns den genau anschauen, gibt es immer einen Bereich hier, ich zeichne das jetzt mal so ein, dass ihr das schön sehen könnt daheim, immer einen Bereich, in dem der Kurs sich tageweise aufgehalten hat, stundenweise oder gar nicht. Hier haben wir zum Beispiel einen riesen Gap drin gehabt sogar. Also wir haben hier quasi den Schlusskurs, wir haben hier den Eröffnungskurs. Wir haben einen riesen Gap, weil einfach niemand da war, den dieser Bereich interessierte. Kein Umsatz zustande gekommen ist, aber Kurse waren da. Wir sehen Kerzen, Docht und Lumpen. Wir sehen immer wieder einen Bereich, den die Marktteilnehmer hier meiden, wo niemand bereit ist, British Pfund, US-Dollar großartig zu tauschen. Die Industrie einfach vielleicht auch nicht tauscht und sagt, wir warten auf andere Kurse. Und da gehen wir jetzt in Folge des Doppeltops rein und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Bereich jetzt sehr zügig schneiden in die Effizienz rein mit der Saisonalität hin zum EMA 200, zum fairen langfristigen Durchschnitt, die ist sehr, sehr hoch und wir können britisch und US-Dollar meiner Meinung nach also jetzt hier besten nach Shorten, wir können mal kurz vor einem Meta-Trader gehen und US-Dollar aufrufen. Chart. Sehen hier nochmal die Saisonalität fallen. Wir können tageweise im Tageschart sind wir übrigens in der Tagelinie angekommen, haben die kurz getestet und ja, das ist eigentlich ein perfekter Bereich, Stop Order zu platzieren. Das heißt, wir können uns hier und hier schon unter diesem Tief aktiv zu werden, weil was wird passieren? Wenn das Tief ausgelöst wird, gehen wir unter den EMA 200. Wir gehen unter das letzte Verlaufstief. Und was liegt hier? Hier liegt Stop-Loss von allen Marktteilnehmern, die hier in den letzten 5 Tagen eine Long-Position aufgebaut haben. Die schmeißen alle hier EMA 200 geschnitten, letztes markttechnisches Verlaufstief geschnitten. Was löst eine hier gedrückt werden und wird dann sozusagen automatisch das nächste Tief auslösen. Und das nächste Tief ist noch tief stärker, weil zweimal bestätigt. Also wir haben hier ein markantes Tief, das wahrscheinlich magnetisch ausgelöst wird. Wir werden also hier reinlaufen, Bums in die Sache reinkriegen, dadurch gleich das nächste Tief reißen. Die nächsten Stop-Loss-Orders kommen rein von allen, die jetzt in den letzten Monaten hier eine Long-Position aufgebaut haben. Und dann werden wir einen richtig schönen Kursrutsch sehen. Und das ist das, was wir als Trader brauchen. Genau das. Wir brauchen einen Bereich, wo wir uns reinarbeiten können, wo wir starke Bewegung rechnen können und wo wir jetzt als nächstes natürlich einen schönen Stop-Loss haben. Und auch hier das nächste marktliche Verlauf. Volumenklumpen, Bewegungshoch über den Schnitten. Das gibt uns wieder ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich kann auch jetzt schon Short gehen, Stop-Loss hier drauflegen. Ich weiß ja ungefähr, was passiert. British Pfund, US-Dollar, also meiner Meinung nach ein massiver Short, entweder via Sell-Stop am letzten Bewegungstief, Stop-Loss übers letzte Hoch und da hier einen Rutsch hier abarbeiten. Meiner Meinung nach kann das dann bis zum EMA 200 aus dem Wochenchart heraus bis zu dieser jüngsten markanten Unterstützungszone laufen. Also hier mega CRV, mega Trade aus meiner Sicht heraus. Ihr wisst Bescheid, wenn ich sage mega und das fällt, ist es natürlich noch nicht so, dass der Markt das auch machen muss, sondern das passiert nur in meinem Kopf. Okay, danke an Alex. British Pfund Japan Yen, fragt Ralf. British Pfund Japan Yen muss ich ganz kurz schauen, habe ich jetzt nicht so regelmäßig auf dem Schirm. Schauen wir uns auf den Wochenchart. Natürlich mega bullish. Wir sind seit 23 Trend, also stark gelaufen. Long-Positionen erlaubt, Short-Positionen verboten. Passt ein bisschen auf, was ich sofort sehe, ist quasi hier horizontaler Widerstand wurde erreicht. Das heißt, langfristig fließt Geld rein. Doppelter Boden, dann das Ganze hier nach oben aufgebrochen, diesen Abwärtstrend über die gleitenden Durchschnitte. Bewegung stark, kurze Korrektur, Bewegung, jetzt wieder Korrektur. Was machen wir daraus? Dazu gehen wir in den Tageschart rein. Wir sehen also hier nochmal den Widerstand. Wir sehen auch hier wieder dieses Warten des Kurses. Es zieht sich sozusagen die Schwankung zusammen und auf dieses Zusammenziehen folgt dann in der Regel auch eine trendfolgende Bewegung. Das heißt, was wahrscheinlich nochmal kommt, ist
dass wir von dem Bereich, den wir jetzt sehen, oder hier dem nächsten Volumenunterstützungsbereich nochmal ranlaufen an den Widerstand. Das heißt, ihr könnt jetzt tageweise hier eine Long-Position meiner Meinung nach durchtraden, weil selbst wenn der Widerstand dann hält, laufen wir nochmal ran, weil wir müssen ja in irgendeiner Weise erst mal eine Wende formulieren, einen Doppeltop. Aber bis dahin kann man die Long-Seite traden mit einem Stop-Loss unter dem letzten markttechnischen Verlaufstief. Sieht aber nicht so schön aus, um ehrlich zu sein, wie Pfund-US-Dollar beispielsweise das Chart. So, ich hoffe, das war schon reif genug Antwort auf deine Frage. Ich würde gerne noch schauen auf den Austral-Dollar, New Zealand-Dollar, weil das natürlich ein mega schönes Chartbild auch wieder ist, weil wir haben hier generell zwei Staaten, die natürlich sehr nah beieinander liegen, die beide sehr rohstoffsensitiv sind und deren Währungen dementsprechend auch nahe der Parität nicht so groß schwanken. Aber immer dann, wenn solche Währungen sozusagen hier etwas sachte unterwegs sind, dann ist natürlich die Saisonalität umso stärker. Das heißt, das, was hier sich in den letzten Jahren getan hat, ist natürlich umso aussagekräftiger. Was denn hier stören? Also die haben wahrscheinlich eine sehr ähnliche Zinspolitik, die haben eine ähnliche Außenhandelspolitik und so weiter und so fort. Das heißt, diese zwei Währungen werden nicht so stark schwanken. Aber die Saisonalität sagt uns sowohl auf 9 Jahre als auch auf 5 Jahre, das sind jetzt also hier diese beiden Projektionen, dass es extrem nach oben gehen wird. Das heißt, wir haben hier auch dieses in sich zusammenziehen und wir haben eine sehr, sehr starke bullische Saisonalität. Das heißt, Austral New Zealand Dollar könnte man meiner Meinung nach jetzt aus dem Tageschart heraus eine Long-Position aufmachen, einfach nur auf Basis des Seasonals und auf Basis des sich Zusammenziehens und der Trendfolge, dass man den Stop-Loss hier drunter legt auf Tageschart und das Ding dann einfach nach oben durchtradet. Das aus meiner Sicht nur mal am Rande für diejenigen, die mal eine etwas exotischere Währung handeln wollen, ansonsten etwas liquider als sogenanntes Major Forex Pair natürlich auch wieder der Austral-Dollar-US-Dollar. Warten wir ja schon relativ lange darauf, dass der Kurs hier infolge einer Schulterkopf-Schulterformation korrigiert. Hier an einen Fibonacci-Retracement, an einen Cluster. Wer das Webinar schon länger verfolgt, der hat den Chart schon mal gesehen. An eine sehr, sehr, sehr starke horizontale Unterstützungszone und tatsächlich auch wieder Ineffizienz. Das heißt, der Kurs sollte hier nicht weiter runtergehen. Er sollte jetzt im Grunde genommen nach unserem Plan hier nach oben durchziehen. Er hat sich eigentlich genug erholt, hat die SKS abgearbeitet, hat das erste Fibo-Retracement abgearbeitet. Vielleicht kommt noch mal ein kleiner Rutsch, aber langfristig gesehen Austral-Dollar, US-Dollar ab jetzt so langsam auf der Watchlist für eine Long-Position. Und da kann man natürlich dann runtergehen und sich das Ganze mal anschauen. Wir den EMA 200 zurück. Das heißt, hier könnte jetzt so ein kleiner Trendwechsel sehr, sehr lukrativ werden. Also diesen Austral-Dollar, US-Dollar werden wir weiterhin im Blick halten. Und ich schaue auf die Uhr, die Zeit rennt natürlich. Und ich habe euch versprochen, beziehungsweise auch dem Chris natürlich, dass wir uns den Euro-Schweizer Franken anschauen. Und dem Chris seine Meinung war, gehen Süden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer sich langfristig durchsetzen wird, weil ich bin jetzt mal so frech und werde dem Chris sozusagen widersprechen. Langfristiges Chartbild, Euro-Schweizer Franken, eine Kerze, eine Woche. Wir sehen mehrere Jahre Historie. Wir sehen, dass der Kurs nach einem starken Abverkauf, nach einer SKS-Formation hier nach unten gelaufen ist, einen Boden gefunden hat und einen neuen Aufwärtstrend etablieren konnte. Wir haben also eine Bewegung gesehen, eine Korrektur, eine Bewegung und damit natürlich nach Michael Vogt, nach der Markttechnik, einen neuen Aufwärtstrend. Das heißt, aus meiner Theorie heraus Long und nicht Short. Und warum bin ich auch jetzt eher auf der Long-Seite? Einfach, weil wir hier eine Effizienz ausgebildet haben, die wir immer wieder jetzt angelaufen haben. Haben uns lange aufgehalten, wir sind ausgebrochen, wir haben uns wieder in die Erholung, in die Effizienz zurückerholt. Und dann ist es irgendwann auch so, wenn wir diesen Bereich immer wieder anlaufen, dann ist es irgendwann auch wieder gut. Es das heißt ja nicht, dass wir uns hier ewig aufhalten müssen, aber wir sammeln Kraft. Wir haben einen neuen Trend etabliert, wir korrigieren im Trend, wir korrigieren in die Kraft hinein und haben dann irgendwann auch die Möglichkeit, hier nach oben auszubrechen und das nächste Effizienzvolumen anzulaufen. Das heißt, wir können hier natürlich
mal kurz die Beschriftung ausschalten. Jetzt davon ausgehen, meiner Theorie nach, dass wir hier nicht ewig korrigieren werden, sondern vielleicht jetzt hier das Volumen nochmal triggern, aber dann mit der Saisonalität, mit dem Chartbild, mit dem Trendverlauf hier tatsächlich von Effizienz zu Effizienz laufen. Und das Wunderbare ist, dass wir hier natürlich wieder eine Zone haben, in der der Kurs sehr, sehr zügig schneiden wird. Das heißt, die der Kurs sehr schnell durchqueren wird. Und das ist das, was wir suchen. Wir wollen also hier reingehen, wollen long sein, wollen ein Ziel haben bei 1,14 und wollen aber auch, dass der Trade sich in den Wochen hier nach oben durchackert. Und das heißt ja nicht, dass ihr jetzt da ewig investiert sein müsst, sondern ihr könnt natürlich dann auch mal zeitweise hier im Tageschart Stückchen dieser Trendbewegung handeln. So, Out Japanien wird gefragt. Danach müssen wir dann ausmachen. Ich schaue mir den Out Japanien jetzt noch mal ganz schnell an, weil wir natürlich hier investiert sind in einer Long-Position. Ihr seht hier unten noch so am Rande. Aufwärtstrend ist intakt. Wochenchart. Wir sind hier also quasi mit einer inversen SKS-Formation über die gleitenden Durchschnitte gegangen, nach oben durchgestartet, sind gerade in der Korrektur Long-Position erlaubt, Short-Position verboten. Tageschart, Seitwärtsphase, klar. Hier so ein bisschen. Aber typische Saisonalität in den nächsten Wochen hinein. Wir sind über dem EMA 200. Das heißt, diese Long-Position würde ich weiterhin beibehalten und dieser Schiebezone sozusagen erwarten innerhalb der Saisonalität. Das heißt, wer jetzt nicht investiert ist, der kann meiner Meinung nach sofort long gehen und den Stop-Loss hier unter das letzte Tief setzen, EMA 200, und hier natürlich einen Mega-Trade machen. Also Out Japan Yen, ich sage nochmal danke an den Andreas. Hochinteressanter Chart, um vielleicht jetzt noch einzusteigen. Ihr seht, ich bin schon drin, bin ein bisschen im Verlust hier auf dem kleinen Konto. Aber das tut hier nicht weh, sondern wir warten einfach hier, dass der Trade sich hier nach oben durchzieht. Ich bin am Ende der Zeit leider. Ich hoffe, dass euch das hier weiterhilft. Ich hoffe, dass ihr immer wieder was mitnehmen könnt. Ich hoffe, dass ihr das adaptieren könnt. Vielleicht eine Kleinigkeit aus meinem Baukasten auch irgendwann zu eurem eigenen Charting, zu eurem eigenen Trading hier hinzufügen könnt. Und einfach ein bisschen was mitnehmen konntet, was euch kein Abo kostet, was euch keine Nerven kostet, sondern was euch vielleicht im Trading so ein bisschen hilft und den Chart etwas entspannt. Wenn dem so ist, freue ich mich über ein positives Feedback, vielleicht hier im Chat noch, und freue mich natürlich auch aufs nächste Webinar. Wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, dann schaut auf YouTube vorbei oder auf tradingstars.de. Ich werde den Goldchart jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal hochladen, ein bisschen was dazu schreiben. Und ja, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, freue ich mich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Woche. Hoffe, das Wetter könnt ihr ein bisschen genießen. Aber morgen soll es ja etwas abwärts gehen. Ich sage danke für die Zeit. Wünsche euch alles Gute, gute Trades weiterhin und natürlich auch hier weiterhin viel Spaß bei JFD, die sich tatsächlich ja auch als sehr gute Broker erwiesen haben und auch natürlich uns das Handeln damit so ein bisschen erleichtern, wenn auch die Spreads und so weiter hier das ganze Umfeld passen. Und das Umfeld ist super mit dem Chris und den ganzen Webinaren, die hier gemacht werden. Ich schaue selber manchmal rein, macht Spaß, man lernt was. Ich wünsche euch alles Gute, danke für die Zeit. Bis zum nächsten Webinar im August und tschüss. JFT, just fair and direct.